Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es freut uns, dass Sie wieder eingeschaltet sind bei unserer neuen Folge von Dive In With Me, dem Podcast der Fondation EME, bei dem wir erläutern wollen, wie Musik auf Menschen wirkt, wie Musik und Kunst das Leben verändern können und warum Kunst und Kultur in der Pflege, der Inklusion und dem Zusammenleben genutzt werden sollen. In dieser Folge reden wir mit Theo Hochtog. Theo Hochtog ist ein Vorreiter auf seinem Gebiet und hat mit seiner Habilitation zur Musikgeragogik die erste umfassende wissenschaftliche Arbeit des sich neu etablierenden Fachgebiets der Musikgeragogik vorgelegt. Außerdem ist er zweiter Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Musikgeragogik. Momentan lehrt und recherchiert Theo Hochtog an der Universität Vechta. Bei dieser Folge gehen wir genauer auf Musik und Demenz ein, erläutern, wie Musik im Pflegealltag genutzt werden kann und projizieren uns sogar in die Zukunft. Viel Spaß bei Dive In With Me im Gespräch mit Theo Hochtog. Guten Tag, Herr Hochtog. Ich hoffe, es geht Ihnen gut. Ja, danke schön. Ja. Und herzlichen Gruß nach Luxemburg, Frau Bergdoll. Danke, herzlichen Gruß nach Vechta. Wo findet man denn Vechta für die Personen, die es nicht genau wissen, wo Vechta liegt? Wo findet man denn Vechta auf der Karte? Vechta liegt also im Norden von Deutschland, im Bundesland Niedersachsen. Die nächstgrößere Stadt im Norden ist Bremen, südlich Osnabrück. Ah ja. Das ist ungefähr angesiedelt. Ah, schön. Genau, also es ist ja jetzt hier schon die vierte Folge von unserem Podcast. Und wir fangen immer halt mit einer Frage an. Was ist denn Ihre Lieblingsmusik oder Ihre Lieblingsgruppe oder, ich weiß nicht, Orchester, Symphonie, Oper, egal? Ja, da könnten wir jetzt einen eigenen Podcast drüber machen. Weil ich jetzt ja vom Beruf aus auch Musiker bin, gibt es natürlich viele Beispiele. Im Moment beschäftige ich mich mit dem wohltemperierten Klavier von Johann Sebastian Bach. Ich spiele also wieder ein bisschen mehr Klavier als jetzt noch vor einigen Jahren. Aber eine Lieblingsband gibt es auch, das ist die Band von meinem ältesten Sohn, die Banda Senderos, die höre ich natürlich auch sehr gerne. Da gibt es auch einen biografischen Bezug zu Reggae und Dancehall-Musik. Cool, sehr schön. Und das wohltemperierte Klavier nutzen Sie halt auch in der Musik mit älteren Personen oder eher so für Sie selbst? Ja, auch für ältere Personen, das bin ich nämlich selbst. Mhm. Das verwende ich nur für mich selbst. Also ich spiele diese Musik gerne und das wohltemperierte Klavier, das ist also ein Riesenmeer, in dem man auch ertrinken kann, in dem man immer wieder Neues erschwimmen kann. Also das begeistert mich im Moment sehr, dieses Werk. Ja, wir müssen nur sagen, das haben Sie jetzt gesagt. Ne? Ja. Genau, aber jetzt sind wir eigentlich dann ja schon im Thema und wir wollten heute halt gerne mit Ihnen darüber einfach reden, warum Musik so wichtig ist in der Lebensqualität von älteren Personen und warum man Musik halt wirklich auch bei Menschen, die an einer Demenz leiden, halt nutzen soll. Und vielleicht können wir ganz zu Anfang einfach mal darüber reden, was überhaupt Demenz ist. Ja, also Demenz, das können wir natürlich jetzt medizinisch definieren. Da schaut man dann in die internationale Klassifikation von Krankheiten. Da ist genau definiert, dass es eben Defizit ist in kognitiven, emotionalen und sozialen Fähigkeiten. Und das führt eben zu sozialen, aber auch zu beruflichen Beeinträchtigungen und ist natürlich immer verbunden mit einer diagnostizierten Erkrankung des Gehirns. Also häufigste Demenzerkrankung ist die Alzheimer-Erkrankung, dann vaskuläre Demenzen und so weiter. Es gibt eine ganze Reihe von Formen. Aber das ist sozusagen eine Seite. Ich kann natürlich auch eine andere Perspektive einnehmen und fragen, wie ist eigentlich jetzt nicht die medizinische oder therapeutische Sicht auf Demenz, sondern gibt es auch eine kulturelle und eine soziale Sichtweise auf Demenz? Und da gibt es ganz unterschiedliche Standpunkte, die dann auch von Interesse sind für den Einsatz von Musik beziehungsweise das Musizieren mit Demenzbetroffenen. Zum Beispiel kann man als Beispiel anführen den Neurologen Peter Whitehouse aus den Vereinigten Staaten oder den Theologen und Soziologen Reimer Grunemeyer, die ganz radikale Positionen vertreten und sagen, das ist gar keine Erkrankung.
Demenz, so wie ich im Alter eine Brille brauche, schlechter sehe oder schlechter höre, so lässt eben die Funktion des Gehirns nach. Das müssen wir nicht als Krankheit jetzt beschreiben. Und das ist umso bemerkenswerter, als dass Peter Whitehouse jetzt auch ein Neurologe ist, der sich in seinem Forscherleben immer mit Alzheimer, mit dieser Krankheit und den neurologischen Veränderungen beschäftigt hat. Er sagt auch übrigens, dass man eigentlich den normalen Alterungsprozess im Gehirn kaum unterscheiden kann jetzt wirklich von einer Alzheimer-Diagnose ganz häufig. Das ist also sehr schwierig, aber unabhängig davon jetzt. Man muss solch eine radikale Position gar nicht vertreten, aber sie zeigt uns, dass es auch eine andere Sichtweise gibt, die dann sich nicht auf die Defizite fokussiert, die wir ja feststellen bei den Demenzen, sondern anders fragt, wo sind denn da noch Kompetenzen und Ressourcen und auch Bedürfnisse, die die Personen ansprechen? Also nicht die Demenz, sondern die ganze Person, die ja nicht nur aus der Demenz besteht. Es ist eigentlich eine sehr schöne Herangehensweise und auch was ja auch damit zusammenhängt, dass die Menschen ja halt auch immer älter werden. Ja. Und ja, ich habe auch schon ganz viel darüber gelesen. Ich weiß auch, dass es viele Studien dazu gibt, wo mir jetzt die Namen einfach nicht einfallen, aber die Menschen werden halt auch einfach älter und in unserer Evolution ist das Gehirn noch nicht so weit, dass wir halt wirklich halt so alt werden können. Und deswegen kommt diese Demenz halt immer häufiger halt auch vor. Aber ich finde diese Herangehensweise zu sagen, ja, was sind denn noch Bedürfnisse, die wir haben, ganz schön. Und ich leite es jetzt einfach mal auf die Musik um. Wie kann die Musik denn da so mit einwirken? Ja, wenn ich diese Sichtweise einnehme, dann kommt natürlich Musik fast automatisch ins Spiel. Zum einen ist ja Musik eine anthropologische Konstante. Das heißt, wir kennen kaum eine Kultur oder wir kennen keine Kultur, die ohne Musik ausgekommen ist. Also Musik scheint wirklich eine anthropologische Konstante zu sein, beziehungsweise es gibt wirklich ein Grundbedürfnis nach Musik. Und das stellen wir auch fest, jetzt unabhängig von Demenz. Menschen musizieren gerne, sie synchronisieren sich gerne mit anderen beim Singen, beim Spiel in der Band, mit dem Orchester. Und es ist im Vordergrund die Freude an der Musik, sich an Musik zu erfreuen. Das können wir auch nicht durch irgendetwas anderes ersetzen. Musik ist sozusagen eine eigene Welt. Und in diese Welt einzutauchen, das ist ein Grundrecht des Menschen. Ist übrigens auch festgeschrieben in den allgemeinen Menschenrechten in Artikel 27. Da heißt es nämlich, dass jeder das Recht hat, am kulturellen Leben der Gemeinschaft frei teilzunehmen und sich an den Künsten zu erfreuen. Und das ist sozusagen kein exklusives Recht, sondern ein, wenn wir so wollen, inklusives Recht. Das heißt, auch Demenzbetroffene oder auch geistig behinderte Menschen oder andere Gruppen haben das Recht auf Musizieren. Und das ist eben die Aufgabe jetzt der Gesellschaft, beziehungsweise ganz speziell zum Beispiel von Musikpädagogen, Musikgeragogen oder Musiktherapeuten und Musiktherapeutinnen, diesen Zugang zur Musik zu ermöglichen, wenn der selbstständig nicht aufgesucht werden kann. Und von daher ist das sozusagen die Verwirklichung eines Grundrechts, wenn ich es Demenzbetroffenen ermögliche, zu musizieren, alleine, aber auch mit anderen. Und diese anderen, das können andere Demenzbetroffene sein, aber natürlich zum Beispiel auch Angehörige. Oder wenn ich an Alzheimer-Chöre, das ist so ein Begriff, den es bei uns gibt, in Hamburg gibt es zum Beispiel solch einen Alzheimer-Chor, wo Demenzbetroffene und orientierte Menschen gemeinsam singen und auch auftreten. Können Sie, weil ich weiß, in Luxemburg nutzen wir das nicht so, was orientierte Menschen, was das bedeutet? Ja, da fasse ich die Menschen zusammen, beziehungsweise ist es üblich, diesen Begriff zu verwenden, dass das sozusagen die Gruppe der Menschen ist, die nicht von Demenz betroffen ist. Also das sind dann einfach inklusive Chöre, wo halt eigentlich alle mitmachen können. Ja, sozusagen. Genau. Ja. Genau. Ob mit einer Demenz oder halt ohne. Ja, genau. Das wäre genau. In jedem Fall die Gruppe der orientierten Menschen. Und warum orientiert? Also warum hat man dieses Adjektiv ausgesucht? Weil sie sich eben selbstständig im Alltag orientieren können, auch in ihrem Leben, auch Zukunftsperspektiven entwickeln können, was Demenzerkrankten ja zunehmend schwerfällt. Also gerade diese Einbußen im Alltagsleben, in der Selbstständigkeit, zeichnen ja die fortschreitende Demenz aus. Ich finde es auch ganz schön, dass man dann halt eher unterscheidet zwischen orientierten Menschen und nicht orientierten Menschen. Ich finde es
erhebt halt so. Ja. Das bringt die Menschen halt nicht nur so auf ihre, reduziert die Menschen nicht so auf ihre, nur auf ihre Krankheit, sondern halt eher auf die Fähigkeiten, die irgendwie im Alltag verloren gehen, dadurch, dass die Gesellschaft halt so darauf aus ist, für orientierte Menschen zu funktionieren und man halt so funktionieren muss. Und wenn man, ja, und ich finde es dann ganz schön, dass man es nicht nur auf das reduziert, was man durch die Krankheit halt nicht mehr kann. Ja, Sie bringen das sehr schön auf den Punkt und diesen Begriff Orientierung können wir auch nehmen, um das sozusagen weiterzudenken, denn ich kann ja versuchen, ein Orientierungstraining zu machen, zum Beispiel Demenzerkrankte, beziehungsweise ein Realitätstraining, dass ich korrigiere und sage, heute ist eben nicht Samstag, heute ist Montag. Wir sind jetzt im Winter, wir sind nicht im Sommer und so weiter. Das ist eine Möglichkeit, auf Demenzerkrankte zuzugehen. Aber ich kann auch einen ganz anderen Weg gehen, der in der Pflege unter dem Begriff Validation gefasst wird, dass ich sage, das ist gar nicht wichtig, sondern ich tauche ein in die Welt der Demenzerkrankten. Wo sind Ihre Bedürfnisse? Was möchten Sie? Und das versuche ich sozusagen wie so ein Detektiv zu erspüren. Und das ist für mich als Musiker dann natürlich auch wichtig, um zu sehen, ja, gibt es da vielleicht eine Lieblingsmusik? Ja, ein Lied, das gesungen wird? Oder hat jemand schon mal Klavier gespielt oder Geige? Auch das ist möglich mit einer Demenz, Geige zu spielen oder Klavier oder andere Instrumente. Und da dann die Möglichkeiten zu schaffen, das ist eigentlich die zentrale Aufgabe. Und wenn ich das schaffe, dann geht es gar nicht um die Demenz, sondern dann geht es wirklich um Teilhabe und dieses Menschenrecht, über das wir gesprochen haben. Und die Demenzbetroffenen können sich dann sozusagen auf den Weg machen, selbst zu musizieren und mit anderen auch zusammen. Ich weiß auch, dass Sie eine Studie gemacht haben, wie man halt Geigenunterricht hat mit Personen mit Demenz halt macht, wenn ich mich recht erinnere. Ja, können Sie uns dazu noch was sagen? Also ein zentrales Thema unserer Arbeit an der Universität Vechta, an der ich ja arbeite und lehre, ist der Instrumentalunterricht mit Demenzerkrankten gewesen. Und die Frage war jetzt nicht, wenn wir mal wieder auf die Definition zurückkommen, können wir da irgendwie medizinisch arbeiten, dass zum Beispiel bestimmte Symptome zurückgehen, dass man eventuell die Demenz stoppen kann, indem man ein Instrument spielt mit anderen zusammen. Das war also nicht von Interesse, sondern wie muss ein Unterricht sein im Sinne jetzt dieses Menschenrechts von kultureller Teilhabe, dass Instrumentalunterricht gelingt und dass auch Demenzbetroffene etwas lernen auf dem Instrument und sich daran erfreuen. Denn das sind ja auch Könnenserfahrungen. Also unabhängig, wenn ich jetzt wieder den Begriff nehme, orientierte Menschen auf, sollten sie Klavier spielen und sie können ein Stück vorspielen, dann freuen sie sich. Denn das ist etwas, was sie zeigen können und mit anderen teilen können. Da hatten wir eine große Klavierstudie und konnten zeigen, dass Demenzerkrankte mit einer leichten bis mittleren Demenz, die noch nie Klavier gespielt haben, die können, wenn sie sich dafür interessieren, lernen, mit einem Finger eine Melodie zu spielen und sich auch daran zu erinnern. Das heißt, sie beginnen nicht immer wieder neu mit dem Unterricht, sondern speichern das doch ab, wobei andere geistige Fähigkeiten zurückgehen. Und das meint ja Demenz, Dementia. Ja? Der Geist, wörtlich übersetzt, geht zurück. Und das hat einige Neurologen, wie zum Beispiel auch den Neurologen Oliver Sacks, der sehr berühmt ist, auch durch seine Publikation, sehr erstaunt. Und er hat auch keine Erklärung dafür gefunden, wie es sein kann, dass die geistigen Fähigkeiten zurückgehen und im Bereich der Musik, ja, können sie sogar noch ausgebaut werden und können noch zunehmen. Das konnten wir eben in einer Klavierstudie zeigen, aber auch mit Tischharfen, die häufig eingesetzt werden beim Musizieren mit Demenzerkrankten. Und die neueste Studie war jetzt eine Einzelfallstudie mit einer Violinspielerin, die aber schon in ihrer Jugend gespielt hat, das wieder aufgegriffen hat und auch neue Stücke gelernt hat, auch ihre Technik da verbessert hat. Das haben wir auch mit Film, mit Videomaterial dokumentiert. Es gibt auch Materialien dazu. Anke Feierabend ist die Geigenlehrerin gewesen, die also auch Erfahrung hat in der Arbeit mit demenzerkrankten Schülerinnen und Schülern. Auf dem Klavier und auf der Geige. Sehr schön. Ja, ich kann, wir hatten halt von der Stiftung her hatten wir auch 2019 war das sogar, glaube ich, haben wir einen älteren Herrn halt kennengelernt, der hier in Luxemburg in einem Altenheim ist und der immer Orgel halt ganz viel Orgel gespielt hat und auch in der Kathedrale die Orgel immer hier gespielt hat
Und wir haben den dann ein bisschen begleitet und haben dann zusammen mit den Altenheim ein ganzes Konzert in einer Kirche in dem Dorf, wo der halt ist, wo der halt wohnt, dann zusammengestellt. Und es war einfach so ein, ja, so ein schöner Moment. Er hat sich dann halt auch während des Spiels, er hat wirklich 45 Minuten lang gespielt, also er hat keine Noten abgelesen, das kam alles von ihm, alles, was in seinem Kopf noch von Musik halt da war. Und ich war dann auch oben mit ihm bei der Orgel und habe ihn dann danach gefragt, wie er es fand. Und dann fand er es noch ganz gut. Und 10 Minuten später hatte er es leider schon vergessen, dass er ein Konzert gegeben hatte. Aber ich fand es einfach so eine... Ich war so begeistert davon, dass er irgendwie es geschafft hat, dieses Konzert zu geben. Und er wusste, da waren auch 100 Leute in der Kirche, haben ihm zugehört, ihn applaudiert. Und einfach, dass er so viel Musik noch in sich hatte, fand ich einfach super schön. Ja, und auch hier kann man sehr schön anschließen an ihrer Erfahrung. Sie haben ihm ja ermöglicht, jetzt zu spielen auf dem Instrument. Auch eine Form kultureller Teilhabe, aber noch viel mehr, wenn man es so ausdrücken möchte, von kultureller Teilgabe. Denn sie haben sich auch daran erfreut. Es war nicht nur er, es sind auch sie, die vielleicht neue Stücke auf der Orgel kennengelernt haben, die sie vorher gar nicht kannten. Sie haben also sich musikalisch gebildet. Und das gilt auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die unten in der Kirche saßen. Und solche Erfahrungen habe ich auch so im kleinen Maßstab gemacht, dass man auch von Demenzerkrankten noch etwas lernen kann. Ja. Also kulturelle Teilgabe sozusagen. Auch das ein ganz wichtiger Aspekt, dass sie eben nicht nur Empfänger und Empfängerinnen von medizinischen, pflegerischen Leistungen sind, sondern dass sie auch der Gesellschaft etwas geben können. Das kann etwas ganz Kleines sein, wie Bewegung zum Beispiel zu einem Lied, das gesungen wird, bis zu einem Orgelkonzert, wie sie das erlebt haben. Das ist ein wunderschönes Beispiel. Ja. Und da sind sie sozusagen, beziehungsweise ihr Team, sie sind die Detektive gewesen, die gemerkt haben, Mensch, da sind ja Kompetenzen noch bei diesem Herrn. Wir schließen die Kirche auf, wir setzen ihn an die Orgel. Und es geht nicht darum, dass das jetzt nachhaltig ist, dass er dadurch ruhiger wird oder Ängste verliert. Das sind positive Nebeneffekte beim Musizieren. Hier ging es darum, zu musizieren. Die Musik steht im Vordergrund. Das finde ich immer ganz wichtig, dass dieses Recht, musizieren zu können, zu dürfen und das mit anderen Menschen zu teilen, dass das immer im Vordergrund stehen sollte und nicht so eine Form der Funktionalisierung. Ja, das machen wir nur, wenn diese Person dann die Tabletten einnimmt, wenn sie dann ruhiger wird, wenn sie nicht stört und so weiter. Ja, ja, da haben Sie schon recht. Also schon ganz wichtig, glaube ich, auch davon zu unterscheiden, wie man Musik therapeutisch einsetzen kann und wie man Musik als Teilhabe und Teilgabe und einfach an der Freude zur Musik halt nutzen kann. Und dass es natürlich halt immer noch positive Wirkungen hat, ist ja ganz klar, aber dass man Musik nicht immer nur, finde ich, auch bei hier so wie bei der Demenz darauf reduzieren soll, welche therapeutischen, wie sie therapeutisch genutzt werden kann und was es bringt, sondern halt auch einfach musizieren zu musizieren halt. Ja. Ist so wie wir es ja auch machen. Wir spielen ja auch, weil es uns gefällt und weil wir Lust darauf haben. Warum sollte man das denn nicht mehr können? Nur weil man vielleicht etwas älter ist und an einer Demenz halt leidet. Ja, ja, sie musizieren oder wir musizieren nicht, weil wir sozialer werden wollen oder intelligenter werden wollen. Oder selbstverständlich haben wir manchmal im Hinterkopf, dass uns eine bestimmte Musik im Alltag hilft oder wir sagen, das heilt mich jetzt irgendwie, das beruhigt mich. Das steht auf einer anderen Seite, aber im Vordergrund eben das Musizieren und das Recht auf Musizieren. Und gerade im Bezug jetzt auf die Demenzerkrankung gibt es natürlich viele Studien, die zeigen, ja, es gibt da positive Wirkungen auf Demenzsymptome. Da im Vordergrund steht da gerade das agitierte Verhalten, also das Unruhe- oder Weglaufverhalten, wie es heißt. Und diese Erfahrung macht jeder, der mit Demenzerkrankten musiziert, dass eine Gruppe so nach circa 20 Minuten wesentlich ruhiger ist, wenn sie musiziert, weil der Fokus eben auf der Musik liegt und auf diesem emotionalen Erleben. Ja, das ist sowieso ein Sog, das einen dann mitnimmt. Und da gibt es zahlreiche Studien dazu, dass eben Menschen mit Demenz ruhiger werden, dass sie auch Ängste verlieren, ja, wenn sie musizieren.
Und das kann aktives Musizieren sein, also singen, Instrument spielen. Das kann das Bewegen zur Musik sein, aber natürlich auch Musik hören, was ein verhältnismäßig einfacher Weg ist, ja, eine Musik zu hören. Ja, was aber auch, finde ich, auch immer, also auch ganz wichtig ist, eben dieses Musik hören und auch das qualitativ gute Musik zu hören und auch immer noch den Zugang zu qualitativ guter Musik zu haben. Ja. Ja, wieder, warum sollte jemand, der einfach in einem Altenheim lebt, nicht mehr den Zugang zu qualitativ guter Musik haben, wobei er vielleicht sein ganzes Leben lang den Zugang dazu hat und das auch gebraucht hat und es in seinem oder ihrem Leben halt irgendwie wichtig war. Mhm. Ja, wir können nochmal einhaken bei diesem Begriff qualitätsvolle Musik. Also welche Musik eignet sich jetzt eigentlich? Ja, die könnte man zum Beispiel eine CD empfehlen. Wenn man die auflegt, ja, dann hat man positive Wirkung, dann erfreut man die Menschen. Es gibt solche CDs, die man in Apotheken kaufen kann, die gegen Neurodermitis, Migräne oder bestimmte Krankheiten helfen. Auch bei frühen Formen der Demenz gibt es sogar auch CDs. Natürlich funktioniert das nicht, ja, weil Musik ein sehr individuelles Phänomen ist. Es kann ein Schlager sein, es kann Schlagermusik sein, es kann Popmusik sein, es kann klassische Musik sein. Das Hören von Musik und Musikvorlieben sind sehr biografisch geprägt. Also gibt es vor allem Musik, die in der Jugendzeit, in der Kindheit, Jugendzeit gehört wurde. Und das stellen wir auch fest bei der Arbeit mit Demenzbetroffenen, dass Lieder, vor allem wenn gesungen wird, Lieder aus der Kinder- und Jugendzeit sehr gut erinnert werden. Und das erfahre ich selbst auch. Also ich bin nicht kein textsicherer Mensch, wenn ich in alten Einrichtungen bin. Ich brauche und benötige ein Textheft, aber Bewohnerinnen und Bewohner singen auswendig. Ja, kennen alle Strophen von einem Lied. Das ist eine Erfahrung, die man immer wieder macht, dass das wirklich im Langzeitgedächtnis verankert bleibt. Und die Vorlieben, die sind natürlich auch geprägt worden dann im Leben, sodass man keine allgemeine Empfehlung geben kann. Das ist unseriös, wenn man das machen würde. Mir fällt jetzt gerade ein Projekt aus der Schweiz ein, wo eben nicht nur mit Musik gearbeitet wird, sondern auch mit Altersklängen. Dass einfach gefragt wird, was sind die Bezüge, die akustischen Bezüge für diesen Menschen in seine Alltagswelt? Und da war ein Mensch, ein älterer, demenzerkrankter Herr, der sich erfreute, wenn er Sprengung hörte. Der war nämlich Sprengmeister gewesen. Und das erinnerte ihn eben an seine Arbeit. Also etwas ganz Ungewöhnliches, was man gar nicht vermuten würde. Und so wird es bei jemandem anders südamerikanische Musik sein oder klassische Musik, sodass erstmal eine Qualität der Musik, die ich irgendwie wissenschaftlich jetzt untersuchen möchte, gar nicht im Vordergrund steht, sondern die biografische Passung. Ja? Mhm. Was ist die Musik, die diese Person präferiert, die sie innerlich wieder lebendig macht, die vor allem Erinnerungen weckt, positive Erinnerungen auch. Erinnerungen zum Beispiel an andere Menschen, ja, an Situationen, an Schlüsselerlebnisse. Ja, also mit Qualitätsmusik dachte ich jetzt auch nicht unbedingt, ist, ja, Qualität ist ja eigentlich was super Persönliches. Etwas, was qualitativ gute Musik für mich kann sehr, für Sie sehr schlechte Musik sein. Und umgekehrt auch. Also, genau. Wir beide sind einer Meinung, dass jetzt Bach und das wohltemperierte Klavier qualitativ sehr gute Musik ist. Ja. Kann aber für Person XY, die komplett schlechte Musik, sondern auch im Hinblick auf kulturelle Hintergründe, weil es ja auch verschiedene Arten von Musik gibt und vielleicht gehen wir auch zu viel ins Detail nachher, wie Musik so aufgebaut ist, aber das wohltemperierte Klavier ist ja sehr europäisch und prägt halt diese europäische und jetzt diese obere Hälfte vom, genau, also nicht asiatische Musik und alles, was asiatisch ist, komplett anders aufgestellt. Und das muss man, finde ich, auch immer mitbedenken. Und ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, aber hier in Luxemburg gibt es ja auch ganz viele verschiedene kulturelle Hintergründe, weil wir so viele verschiedene Menschen haben, die aus vielen verschiedenen Ländern durch verschiedene Hintergründe halt hierher kommen und wir so sehr breit aufgestellt sind und wie halt, was ich aber auch sehr schön finde, weil es dann so divers und multikulturell ist und wir auch so ganz viel Neues halt kennenlernen können, aber auch
ja auch so ganz verschiedene Programme halt aufstellen können dann für ältere Menschen. Ja, Sie haben da meine Aussage sehr gut ergänzt. Ich habe abgehoben jetzt auf persönliche individuelle Präferenzen, die so im Laufe des Lebens entstanden sind. Aber wie Sie sagen, ganz wichtig natürlich auch der kulturelle Hintergrund. Konkrete Fragen jetzt auch, wie geht man zum Beispiel mit Menschen mit Migrationshintergrund um, wenn die demenzerkrankt sind, wenn die zurückgehen in ihre Ursprungssprache, die ursprüngliche Musik, die sie bevorzugen, die sie hören möchten, die sie vielleicht auch singen möchten in ihrer Sprache, die sie als Kind, als Jugendliche gesprochen haben. Natürlich immer noch sprechen. Das ist ein ganz wichtiges Thema jetzt auch für die Praxis. Mhm. Denn nicht alle sind so vielsprachig wie die Luxemburgerinnen und Luxemburger. Also ich selbst auch nicht. Ich könnte jetzt zwei türkische Volkslieder vielleicht singen. Das ist aber noch keine kultursensible Arbeit jetzt in einer alten Einrichtung, wenn ich zwei Lieder mitsingen kann. Mhm. Da gehört wesentlich mehr dazu. Und da ist die Frage, und da, das gilt es auch noch zu erforschen, wie muss da eine gute Demenzpflege oder Demenzbetreuung mit Musik aussehen, wenn ich verschiedene kulturelle Hintergründe vor mir habe und möchte das zusammenführen. Da gibt es Beispiele mittlerweile, aber das sind dann meistens Musikerinnen und Musiker, die dann auch zweisprachig sind, die also zwei Kulturen wirklich dann auch sprachlich miteinander verbinden können. Aber es erinnert mich auch an ein Erlebnis bei Ihnen in Luxemburg, wo es darum ging, wie können wir jetzt eigentlich hier musizieren, wenn wir hier verschiedene Sprachen haben? Was können wir jetzt konkret hier in dem Raum zusammen machen? Und da gab es eben die Möglichkeit, einfache Instrumente zu verteilen und mit Instrumenten zu spielen. Das heißt, auf die Sprache verzichten, diese Möglichkeit gibt die Musik ja. Und wir musizieren mit Instrumenten, zum Beispiel zu einer Musik, die erklingt. Oder wir tanzen zu einer Musik. Das ist ja auch eine Besonderheit der Musik, dass sie nonverbal ist. Die kommt ohne Sprache aus, es sei denn, ich bin jetzt in der Oper, ja, oder es werden Lieder gesungen. Und darauf kann ich natürlich immer zurückgreifen, wenn es jetzt sprachliche Probleme gibt. Und sogar in der Oper, also ich bin großer Opernfreund, aber man versteht ja auch nicht immer alles, was da gesungen wird. Selbst wenn es die Landessprache ist, kann man es aber nicht verstehen. Ja, aber die Musik ergreift uns und das ist die Sprache der Gefühle, ja, die viel mehr sagen kann, eigentlich als Worte jetzt. Ne? So funktioniert ja auch Filmmusik zum Beispiel, ja, dass sie uns da emotional dann ganz anders packen kann, häufig als die Bilder, ja, oder die Worte, die wir hören. Ja, ja, wir hatten die erste Podcast-Folge war mit Martin Wallenborn und da haben wir auch schon kurz über Filmmusik geredet mit ihr, weil sie halt auch in einer Einrichtung für Menschen mit Behinderung arbeitet und sie hat für uns eine interaktive, multisensorielle Oper geschrieben, eben die auch für alle halt zugänglich ist. Und da haben wir auch schon über Filmmusik geredet und wie, wenn man sich so einen Film anschaut oder einfach eine Szene halt nimmt und dann die Musik ändert, wie sehr es den Film halt ändert und irgendwie gar keinen Sinn mehr irgendwie macht. Und ja. Das, oder wenn man die Musik komplett wegnimmt, dass wenn man nur die Bilder sieht, das berührt einen gar nicht so viel, wie wenn man Bild und Musik natürlich hat. Aber Sie haben jetzt schon kurz das Thema auch angeredet von der Musik in der Betreuung. Wie kann man denn Musik am besten in die Betreuung mit einbeziehen? Ja, es gibt vielfältige Möglichkeiten. Eine ganz einfache Form ist, einfach gemeinsam ein Lied zu singen oder zu summen. Es gibt ein Ausbildungsprogramm in Schweden, Caregiver Singing, in dem Pflegekräfte weitergebildet werden, um eben das Singen zu nutzen bei der Pflege. Es gibt auch Untersuchungen dann dazu, dass zum Beispiel das Wechseln von einem Raum zu einem anderen, ja, der Arztbesuch, die Körperpflege einfacher ist, ja, die Pflege wird sozusagen erleichtert, wenn man zum Dialogaufbau oder zur Kommunikation eben Musik nutzt, indem man gemeinsam singt und oder summt. Das heißt, musikalisch ist das sehr einfach. In dieser Ausbildung geht es gar nicht darum, jetzt große musikalische Fertigkeiten zu erlernen, sondern den Mut, seine Stimme einzusetzen. Ja, weil es immer wieder einige gibt, das erleben wir auch bei Erzieherinnen und Erziehern, die sagen, oh, ich kann nicht singen, das kann ich nicht einsetzen. Jeder Mensch hat eine Stimme und kann zumindest summen. Und wenn er sozusagen den Mut fasst, dann kann er auch mit jemand anders gemeinsam singen. Und es geht ja nicht um eine Aufführung. Ja? In diesem Fall wäre der Dialogaufbau
dann im Vordergrund. Da könnte man eben viele Geschichten schildern, wie Pflege wirklich in diesem Fall erleichtert wurde. Und wenn ich eine Institution wie eine Alteneinrichtung oder Pflegeeinrichtung sehe, dann ist das letztendlich, wenn Musik eingesetzt wird, eine Win-Win-Situation. Es ist eben nicht nur positiv für die Bewohnerinnen und Bewohner, sondern auch für die Pflegekräfte. Und da gibt es mittlerweile Alteneinrichtungen, die sagen, ja, wir haben in unserem Haus einen kulturellen beziehungsweise musikalischen Schwerpunkt und setzen Musik ganz bewusst ein, um die Lebensqualität im Hause zu verbessern. Mhm. Das wäre also die Möglichkeit zu singen oder zu summen. Es gibt die Möglichkeit natürlich mit Instrumenten zu spielen, zum Beispiel mit Orff-Instrumenten gemeinsam zu musizieren. Es gibt die Möglichkeit, Sitztänze einzusetzen, gemeinsam zu tanzen zu einer Musik. Es gibt vielfältige Möglichkeiten, die wirklich niedrigschwellig sind, also einfach einzusetzen sind. Und von daher, und es gibt Anregungen in der Literatur, es gibt ja auch Fort- und Weiterbildung zum Thema, sodass im Grunde jede Person, die in der Begleitung von Demenzerkrankten arbeitet, Möglichkeiten finden kann, Musik einzusetzen. Ein ganz einfacher Weg, den ich jetzt noch nicht genannt hatte, wäre personalisiertes Musikhören. So wird es dann häufig genannt. Music and Memory ist da zum Beispiel ein Programm, Il Canto in der Schweiz. Dort werden die Lieblingsmusikstücke und Lieblingslieder von Demenzerkrankten einfach aufgenommen und sie können die hören. Aber eben nicht alleine, sondern es ist immer eine Begleitung dabei, sodass man sich gemeinsam dazu bewegen kann, vielleicht gemeinsam sich darüber unterhält und diese Musik auch gemeinsam erlebt. Das wäre also eine ganz einfache Form, einfach mal die Lieblingsmusik aufzunehmen und die Möglichkeit zu geben, dass diese Musik gehört wird. Denn wir erleben häufig auch die andere Seite, und ich habe es selbst hier im Hospiz hier in unserem Landkreis erlebt, dass einfach eine Musik angestellt wird, ja, dass im Hintergrund eine Musik läuft. Das wäre auch so, wie Sie es vorhin geschildert haben, nicht qualitätsvoll. Ja, das ist nicht qualitätsvoll, sondern das ist eine Beschallung, teilweise mit Sicherheit mit einer Musik, die diese Person vielleicht gar nicht mag. Es muss und sollte personalisierte Musik sein. Und als Kirsche noch so auf dem Kuchen wäre es natürlich auch super, wenn es einfach ein richtiges Konzert in der Einrichtung mit drin ist. Ja, das ist natürlich das Allerschöne. Man kann diese Musik natürlich auch aufführen. Wir hatten gerade über diesen Alzheimer Chor Vergissmeinnicht heißt er in Hamburg gesprochen. Es gäbe aber auch andere Beispiele. Die singen nicht in Einrichtungen, sondern die treten natürlich auch auf. Die haben wir als Beitrag gehabt, zum Beispiel auf Fachtagungen, dass sie dort aufgetreten sind. Und wenn sie diese Personen auf der Bühne sehen, können sie gar nicht unbedingt zuschreiben, das ist eine demenzerkrankte Person, das ist eine orientierte Person, das ist eine Angehörige, das ist eine erkrankte Person. Und das ist im Grunde die Idealform von Inklusion, wenn ich solch einen Rahmen schaffen kann. Ja, und ich kann das auch bestätigen, weil ich habe den Chor gesehen, bei der Fachtagung in Hamburg 2019, wo ich sie halt auch zum ersten Mal halt gesehen habe, und wo wir sie danach halt nach Luxemburg eingeladen haben, da ist der Chor damals aufgetreten. Ich habe den gesehen, ich kann es bestätigen, ein super Chor. Ja, dann teilen wir sozusagen diese Erfahrung. Mir fällt gerade ein Erlebnis ein, was ich mit einem Tischhafen-Ensemble hatte, in Münster auch eine Fachtagung. Und dort spielten auch leicht demenzerkrankte Personen mit. Und eine Dame stand direkt vor mir, ich saß in der ersten Reihe. Es gab Applaus, es musste eine Zugabe gespielt werden. Und diese Dame sagte, ich bestelle den Pflegedienst ab, ich bin ein Star. Und die hat den Pflegedienst wirklich angerufen. Da war es also wirklich nachhaltig, die war so beseelt, was sie kann. Und in der Einrichtung musste der Pflegedienst wieder bestellt werden. Weil er natürlich erforderlich war. Natürlich, aber auch, ja, auch eine super, ja, einfach eine schöne Geschichte. Und ich finde, das trägt halt auch wirklich dann zum Stichwort Lebensqualität halt irgendwie dazu. Weil das bringt Musik ja auch. Musik bringt Lebensqualität. Ja. Und ganz wichtig, auch hier wieder, dass Lebensqualität nicht objektiv jetzt definiert werden kann. Dass wir jetzt aufzählen, also das muss alles gegeben sein, dann können wir von Lebensqualität sprechen. Und das sagt übrigens auch die Weltgesundheitsorganisation, dass die Lebensqualität die subjektive Wahrnehmung einer Person über ihre Stellung im Leben
in Relation jetzt zur Kultur und zu dem Wertesystem, in dem sie lebt, darstellt. Also die Person entscheidet selbst, was ihre Lebensqualität ausmacht. Ja, jemand ist nur zufrieden, wenn er in einer großen Villa lebt, eine andere Person vielleicht in einer kleinen Wohnung. Jemand benötigt täglich Musik, ein anderer hört nur ab und zu und vielleicht eher im Hintergrund. Auch das ist ja ein wichtiger Aspekt, dass wir nicht die Menschen ständig beschallen mit Musik oder ständig solche Angebote machen. Sie müssen auch freiwillig sein. Ja. Das ist auch ganz entscheidend. Ja, das ist uns zum Beispiel auch bei all unseren Projekten und Konzerten und egal bei all unseren Aktivitäten immer wichtig zu sagen, wir zwingen keinen mitzumachen, sondern wir bieten es an und alle Menschen sind frei, teilzunehmen oder halt auch nicht oder auch wenn es nicht mehr passt und man hat teilgenommen und in der Hälfte gefällt es einem nicht mehr, einfach gehen zu können. Das ist halt uns halt auch super, super wichtig. Ja. Und das gibt ja auch jetzt, also es gibt halt auch super viele Formate jetzt in Konzerthäusern, wo halt Konzerte dann für Menschen mit Demenz halt aufgeführt werden und die halt wirklich so gestaltet werden, dass alle Zuhörerinnen und Zuhörer einfach frei sind, zu sein, wie sie sind und das Konzert trotzdem genießen können. Ja, schönes Beispiel sind Konzerte von professionellen Sinfonieorchestern. Da waren übrigens die Luxemburger Sinfoniker meines Wissens in Europa die ersten, die ganz speziell Konzerte angeboten haben für Demenzerkrankte und ihre Angehörige. Was Hanne de Neyre hat damals Einführungen gemacht in diese Konzerte, war bei der Organisation dabei. Das sind dann besondere Programme, die nicht so lang sind. Es sind kürzere Stücke. Es wird auf Barrierefreiheit geachtet. Und mittlerweile machen das bei uns in Deutschland, ich glaube, die Düsseldorfer Sinfoniker waren da die ersten, auch die Berliner Philharmoniker und andere Orchester, die sich da eine ganz neue Zielgruppe erschlossen haben, Demenzerkrankte und ihre Angehörigen. Und es gibt eben Alteneinrichtungen beziehungsweise Pflegeeinrichtungen auch, in denen Personal mit Demenzerkrankten, ihren Angehörigen auch zu Theateraufführungen geht, ja, oder Konzerte besucht und man weiß, da kann es jetzt vereinzelt zu Störungen kommen, weil wir eben eine bestimmte Klientel jetzt auch dabei haben. Und das ist trotzdem wichtig und ein wunderschönes Beispiel auch wieder dann für kulturelle Teilhabe. Und das haben wir ja nicht nur im Bereich Musik, sondern auch bei Kunstausstellungen, Besuchen von Museen. Da gibt es viele Beispiele mittlerweile, dass Demenzerkrankte und ihre Angehörigen hier entdeckt werden als Zielgruppe. Ja, das MoMA in New York ist ein großer Vorreiter auch mit ihrem Programm. Das setzen wir jetzt auch hier halt ein bisschen so um und haben noch Musik dazu gebracht, aber das fand ich auch so schön. Das MoMA hat schon vor langer Zeit, ich glaube 2006 oder 2007 angefangen, an den Tagen, wo das Museum geschlossen ist, spezielle Führungen für Menschen mit einer Demenz und deren Angehörigen halt zu organisieren. Und dann, und es ging dann wirklich nur darum, die Kunst halt zu erleben. Es ging dann, deren Mission und das Objektiv dieser Führung war nicht den Personen das Museum zu öffnen, sondern dass die Menschen, die orientierten und nicht orientierten Menschen zusammen halt die Kunst genießen konnten und es für alle so ein Aufatmen halt. Ja. Und das ist ein Begriff, der hätte eigentlich schon viel früher fallen müssen. Es geht auch ums Genießen, ja. Das zu ermöglichen, die Musik und damit auch das Leben, ja, zu genießen und das mit anderen teilen zu können. Ja, die Lust an der Musik, ja, die Freude an der Musik, das steht im Vordergrund. Oder in diesem Fall an der Kultur, ja, an der Kunst. Und weil Sie machen ja immer noch viel Recherche und es gibt ja dieses Klischee, dass ältere Menschen ist Klassikmusik. Wie haben Sie das denn jetzt so miterlebt? Ist es schon, wechselt es schon? Ist Klassik immer noch ganz wichtig? Oder kommen jetzt schon neue Musikstile mit herein? Ja, da gibt es zum einen die persönlichen Erfahrungen, die man macht, ja, im Alltagsleben, in der Art oder beim Musizieren mit Personen unterschiedlichen Alters. Aber es gibt da auch statistische Erhebungen und die zeigen ganz eindeutig, wenn ich jetzt so in 10 Jahren immer die einzelnen Altersgruppen mir anschaue, 50 bis 60-Jährige, ja, 60 bis 70, 70 bis 80, dann haben wir jetzt bei den 70- bis 80-Jährigen noch, ich glaube, so circa 70% war das, die klassische Musik hören und auch bevorzugen. Und wenn ich jetzt zurückgehe und mir anschaue,
40- bis 50-Jährige, dann ist das unter 50%, viel weniger. Vergleiche ich das jetzt mit den Hörern von Pop- und Rockmusik, dann ist das verhältnismäßig wenig bei den 70-Jährigen, obwohl die auch schon mit Bill Haley und anderen Rockmusikern sozialisiert wurden in ihrer Jugend. Aber bei 40- bis 50-Jährigen ist das wesentlich höher. Und wir haben hier, ich sehe das gerade noch vor mir, das Plakat im Hedwig-Stift hier in Vechta, ein großes Plakat, wo man einen älteren Herrn sieht mit einer E-Gitarre. Das ist übergroß, wenn Sie da mit dem Auto vorbeifahren, sehen Sie das. Und der darüber ist der Spruch, Musikantenstadel, Fragezeichen, ich habe eine Rockband. Ja, das wandelt sich mittlerweile, weil natürlich, und das gilt jetzt für meine Generation, auch wenn ich jetzt in der alten Einrichtung sein werde, dann werden wir uns prügeln, ob wir jetzt die Stones hören oder die Beatles. Ja, man war ein Beatles-Fan in seiner Jugend oder eher ein Stones-Fan. Einige mögen beide Richtungen, also ich zum Beispiel. Aber das wird sich wandeln. Ja, natürlich wird klassische Musik ihre Bedeutung auch behalten. Aber wenn ich jetzt, Stichwort wieder, was wir unter Qualität verstehen, was wir beide gerade sozusagen für uns definiert haben, wenn das die Musik ist, die eine Bedeutung auch hat, ja, die biografisch gewachsen ist, dann wird das weniger werden. Ja. Es sei denn, die Tendenz wird jetzt durch musikpädagogische Intervention ist verändert, aber diese Tendenz ist ganz klar aufzuzeigen. Ja. Wenn man diese Befragung macht bei den unterschiedlichen Alterskohorten, dann nimmt das Interesse, je jünger die Menschen sind, ab und Rock und Pop nimmt zu. Es gibt Befragungen auch zu anderen Stilrichtungen, das habe ich jetzt nicht im Kopf, wie es bei Jazz ist, ja, bei Heavy Metal, anderen Richtungen. Aber letztendlich zeigen diese Befragungen auch, welche hohe Bedeutung Musik hat in der Kinder- und Jugendzeit. Mhm. Ja, und wie das verhältnismäßig stabil bleibt über die Lebensalter hinweg. Ja. Ich freue mich aber schon auf eine Heavy Metal Band in einer alten Einrichtung in 40 Jahren. Ja, und für Ihre Generation wird es viel schwieriger, weil die Jugendkulturen, die sind so vielfältig. Ja. Ja, das ist ja viel breiter gefächert als jetzt in meiner Jugend oder wenn ich daran denke, wenn wir als Studenten in alten Einrichtungen waren, dann brauchten wir nicht zu fragen, was möchten wir musizieren oder welche Lieder. Das waren deutsche Volkslieder, die gesungen wurden, da sangen alle mit, da musste man vorher gar nicht fragen. Das war sehr homogen. Mhm. Das wird jetzt immer heterogener. Ja. Sie werden da einige erleben dann, das werden Sie noch sehen, ja, die nicht Heavy Metal mögen. Ja, aber na, das war nämlich auch meine Frage, wie Sie das, ja, was Ihre, wie Sie das so in 50 Jahren halt irgendwie aussehen können. Aber wer weiß, wo wir dann schon vielleicht mit ganz anderen Möglichkeiten halt sind und Hologramm und so, mit Hologramm halt komplette individuelle Konzerte in Zimmer machen können vielleicht. Wer auch weiß. Ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, KI, ja, und Digitalisierung werden auch im Bereich Musik eine immer stärkere Rolle spielen. Zum Beispiel das Musizieren mit Apps wird mittlerweile auch schon mit Demenzerkrankten musiziert. Auch Rockmusik wird gespielt, weil man diese Apps ja programmieren kann, verhältnismäßig einfach kann man das dann auf dem iPad bedienen. Und da liegen mittlerweile auch schon Erfahrungen vor. Es gibt an der TU München zum Beispiel jetzt einen eigenen Lehrstuhl für Geriatronik, wo es auch darum geht, KI zu nutzen, um jetzt auch Kommunikation und Interaktion bei Demenzerkrankten und bei älteren Menschen allgemein zu fördern. Mhm. Ja, was ja noch ganz andere, also super für die Musik, aber das öffnet ja noch ganz andere Türen. Vielleicht zu einem, wie wir ganz am Anfang gesagt haben, vielleicht wieder orientierten Leben, was vielleicht dazu führen kann, dass man dadurch trotzdem noch länger halt vielleicht alleine leben. Ja, ja. Also, wer weiß, das ist jetzt eine Frage. Ich stelle es einfach mal so in den Raum, aber... Ja, lassen wir als Frage stehen. Lassen wir so als Frage stehen. Kommen wir dann in 50 Jahren wieder darauf zurück. Ja. Ich schreibe es mir in den Terminkalender. Genau. Vielleicht noch, weil Sie haben ganz, das ist schon etwas länger her, aber Sie haben ganz am Anfang von Musikgeragorik geredet und ich wollte Sie halt... Können Sie uns das vielleicht auch nochmal erklären, weil das ist auch so ein Begriff, den, ja, das wir noch nicht so, das wir nicht so gut kennen. Ja, es gibt ja auf der einen Seite Musiktherapie mit älteren Menschen und auf der anderen Seite Musikpädagogik mit älteren Menschen. Aber Pädagogik ist eigentlich Erziehung und Bildung von Kindern und Jugendlichen und Geragogik ist eine eigene Disziplin. Also Geron, der alte Mensch, griechisch, das kann man übersetzen mit Altenbildung.
Und wenn ich mit älteren Menschen arbeite, das muss gar nicht nur im Bereich der Musik sein, dann wähle ich da andere Zugangsweisen, andere Ansprachen, andere Methoden, als wenn ich mit Kindern und Jugendlichen arbeite. Und deshalb nicht Musikpädagogik mit älteren Menschen, sondern der Begriff Musikgeragogik. Es gibt auch Kulturgeragogik, Kunstgeragogik. Und das gibt jetzt keine Trendschärfe gegenüber der Musiktherapie. Da gibt es selbstverständlich eine große Überschneidung auch. Aber die Perspektive ist eher auf Lernen und Bildung und auf die Musik selbst fokussiert, als auf der anderen Seite musiktherapeutisch zu nutzen für die älteren Menschen oder Demenzerkrankten. Das heißt, für die Musikgeragogik steht wirklich kulturelle Teilhabe, ja, die Verwirklichung dieses Menschenrechts im Vordergrund. Und wenn ich das gut mache und diese Musik, ja, im Kontext jetzt qualitätsvoll ist, wenn wir wieder diesen Begriff nehmen, dann kann ich es gar nicht verhindern, ja, dass ältere, demenzerkrankte Menschen ruhiger werden, ja, dass sie sich wohlfühlen. Ja, dass sie Ängste verlieren, so weiter. Aber im Vordergrund steht die Musik. Aber selbstverständlich spielt auch die Musik in der Musiktherapie eine Rolle. Aber der Fokus, der Schwerpunkt ist ein anderer. Es ist ein therapeutisches Setting und nicht im Setting, wo es darum geht, etwas Neues zu lernen. Ja, und das auch zu behalten, auch bei Demenzerkrankten, wenn Sie an unseren Instrumentalunterricht jetzt denken, wo es darum geht, wirklich Klavier zu lernen, ja, und sich daran zu erfreuen und das vielleicht sogar mal vorzuspielen oder mit jemandem anders vierhändig oder dreihändig zu spielen. Ja, genau. Und Musiktherapie hat ja, wie Sie schon gesagt haben, ein ganz anderes Objektiv. Es ist ja eine Therapie, in der man Musik halt als Mittel zum Zweck sozusagen nutzt. Ja. Und halt mit Musik halt versucht, therapeutisch arbeiten zu können. Ja, wobei man, Entschuldigung, noch betonen muss, dass es wirklich Überschneidungen da gibt, weil Therapeuten auch natürlich mit dem Fokus Musik durchaus auch arbeiten. Es geht um Schwerpunkte, ja, oder um zwei Pole, Ja, ganz klar. Ich glaube, wir könnten noch stundenlang reden, aber leider müssten wir gleich schon zum Ende kommen. Und am Ende wollen wir immer gerne wissen, was unsere Zuhörerinnen und Zuhörer noch so ein Buch lesen können oder einen Film schauen können oder Musik hören können, egal zu diesem Thema. Und ja, ob Sie einfach eine Empfehlung dazu haben. Ja, könnte auch wieder ein eigener Podcast sein, aber ich fasse mich kurz. Also ein sehr empfehlenswerter Film, Live Inside, zu Deutsch Die Musik meines Lebens, ein Dokumentarfilm aus dem Jahr 2014. Da geht es darum, wie Musik Erinnerung wachrufen kann, über dieses personalisierte Musikhören. Urheber ist hier der Sozialarbeiter Dan Cohen, also sehr empfehlenswert, Alive Inside. Dann ein deutsches Buch, zum Beispiel von Arno Geiger, Der alte König in seinem Exil, wo es um die ethischen Aspekte geht im Umgang mit Demenzerkrankten, kann man fast wirklich schon einen Bestseller nennen. Es gibt übrigens auf YouTube fantastische Filme, in denen man sehen kann, was Musik bewirken kann bei Demenzerkrankten. Also sehr ergreifend der Film einer ehemaligen Ballerina mit Alzheimer, die Schwanensee hört und sich plötzlich in dem Rollstuhl dazu bewegt. Ja, ganz oft angeklicktes Video. Und es gibt natürlich auch Literatur, wie man mit Demenzerkrankten arbeiten kann oder wie Projekte mit Musik mit Demenzerkrankten aussehen können. Und der Kollege Hans-Hermann Wickel von der Fachhochschule Münster und ich geben eine Musikreihe raus, Musikgeragogik im Wachsmann Verlag. Und da haben wir ein Buch, das ist der Band 5. Da geht es um Musikinstitutionen und freie Szenen. Zum Beispiel Projekte von Demenzchören, ja, von Konzertaufführungen für Demenzerkrankten. Und im Band 7 ist der Schwerpunkt der Beiträge, sind Alteneinrichtungen und Pflegeheime, wie dort Musik vielfältig eingesetzt werden kann, schwerpunktmäßig in der Arbeit mit Demenzerkrankten. Okay, super. Wir verlinken das alles natürlich wieder in den Shownotes. Dann können alle Zuhörerinnen und Zuhörer sich das ansehen und wenn sie wollen, dann halt lesen oder schauen. Und Alive Inside habe ich auch gesehen. Das ist ein super, super emotionales Video, also Film, Entschuldigung. Und das sollte man sich wirklich einmal anschauen. Ich sage Ihnen vielen Dank. Ich habe auch notiert, dass wir jetzt zu vier verschiedenen Themen, glaube ich, nochmal einen Podcast aufnehmen. Und uns aller spätestens in 50 Jahren auch nochmal treffen. Dann wahrscheinlich im KI-Talk. Ja.
Wer weiß? Ja. Als Hologramm, ja. Genau, als Hologramm. Auf jeden Fall vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Ja, es war sehr, sehr interessant. Und ich kann allen wirklich nur empfehlen, auch zu recherchieren, was Sie schon als Arbeit gemacht haben, die Bücher zu lesen, die Sie empfohlen haben, und die Filme zu schauen. Und ja, sich einfach zu diesem Thema, was einfach in der Gesellschaft halt einen hohen Stellenwert haben sollte, sich zu informieren. Ja, vielen Dank, Frau Bergdoll. Ich bedanke mich auch für dieses Gespräch. Dankeschön. Danke.